Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Modded Resistance Server. Ja, wir haben letzte Folge, haben wir unser Sortiersystem angefangen, beziehungsweise soweit eingerichtet, dass es funktioniert. Das Ganze habe ich quasi jetzt offscreen vervollständigt, habe alle Sachen einsortiert, habe Zwischenkisten gemacht, ein bisschen vorne hin im Endeffekt, also hier kommen noch die Erze an. Hier so ein bisschen random Stuff, unterschiedliche Wolle aus der Mobfarm, Holz, wenn ich es irgendwo mit reinkriege, auch von der Quarry zum Beispiel. Hier habe ich so ein bisschen Mob-Loot. Hier habe ich ja, Barren, diverse Ingots. Hier habe ich Gems, was man halt so an Kristallen und so weiter rauskriegt. Und hier halt so die Standard-Mods, Xycraft und. Ja, ein bisschen an der Krempel. Scrap ist mittlerweile auch ganz gut, weil alles, was überläuft, geht nach unten, zeige ich euch gleich. Aktuell, ja, hier in der Kiste mittlerweile gemacht, damit ich hier quasi von Hand auch selbst was reinschmeißen kann. Ja, Query läuft, Query funktioniert, alles, was die Query nicht, also was unser Tiersystem nicht kann, ne, wandert hier rein. Also ihr seht hier Fences zum Beispiel, haben wir nirgendwo drin, kann er nicht einsortieren. Rocket Drones kriegt da auch nirgendwo rein, die muss ich halt dann oben aufs Dach bringen manuell, aber es ist zum Glück nicht so viel, was mittlerweile hier reinkommt. Das meiste wird dann doch einsortiert. Ja, da hinten ist nichts mehr. Ich habe die Maschinen mittlerweile alle schön umgezogen und neu verkabelt. Bei der Gelegenheit, wie ihr seht, ich habe die Maschinen, die haben jetzt quasi hier alle die Graktix-Sachen, also der Grinder, die Blast Furnace, die Zentrifuge und der Electrolyzer, die haben alle ein Transformer-Upgrade drin, dass die also die nächste Tierstufe vom Strom abkönnen. Das sind 512 und ein Speed-Upgrade. Speed-Upgrade macht verdoppelt die Geschwindigkeit, aber vervierfacht auch den Strom, der gebraucht wird. Ja, also sprich, die brauchen jetzt alle auch direkt 512. Ist ein bisschen teuer, aber dafür geht es halt deutlich schneller. Ne, doppelter Speed. Aber naja, muss man aufpassen, dass man auch nicht die falschen Upgrades reinmacht, weil rauskriegt man sie nicht mehr. Ja, dann habe ich hier noch einmal von den ganzen Geschichten von der Verarbeitung von unten, habe ich hier einmal Charcoal und einmal Holz. Kommt hier aus dem Tesseract quasi mit raus, wird in die Barrel gefüllt. Wenn ich dann hier was rausnehme, wird es dann auch wieder nachgefüllt. Ja, ansonsten haben wir hier noch ein bisschen Kleinkram, also hier ist Feathery Dust und Dark Ashes, was mal so nebenbei mit rauskommt. Hier die Raycraft Kiste, alle möglichen Krempel. Steve Cards, da oben ist noch leer. Dann habe ich hier Cards, Thermal Expansion, Upgradecraft, Random Upload, Red Power, C2 und die ganzen Dust von EC2, die ich noch nicht einsortieren möchte. Und dann natürlich hier Xycraft-Kiste, Armor-Tools-Kiste, bla blub, Random Shit und Random Blöcke. Ja, das war die Output-Kiste. Hier geht es einmal nur zur Quarry. Die man dürfte auch nicht mehr so lange brauchen. Unten drunter ist noch ein Minenschacht. Entsprechend kommt da halt auch mal Holz und so weiter mit hoch. Da jumpen wir gerade mal runter. Lava. Höhe 22, ja, die sollte nicht mehr so lange brauchen. Was ist das? Hä? Warum liegt hier Zeug rum? Transport. Die Kiste war mit Sicherheit nicht voll. Warum liegt hier Scheißdreck rum? Das verstehe ich nicht. War die Base mal kurz nicht geladen? Kann natürlich sein. Oh well. Ja, das kann sein, weil ich vorhin kurz rausgeflogen bin und musste reconnecten. Der Chunkloader, der hier meine Base lädt, der funktioniert, aber auch nur, solange ich online bin.
tolle Chunk Loader, ne? Aber ist halt so vom Server her eingestellt. Und kann natürlich sein, dass in den paar Sekunden dann halt die Base nicht geladen war, aber die Query ja sowieso geladen ist, ja, dass dann einfach mal alles in die Pampa ging. Kann natürlich sein, die paar Sachen. Normalerweise mache ich die Query halt aus, wenn ich nicht am Server bin. Ja, hier Grünzeugkiste allgemein. Hier habe ich noch nicht wirklich was umgezogen, außer halt hier die Rubberlocks habe ich hier hingepackt. Ja, gehen wir mal nach unten. Sup. Ja, ich hätte auch die neue Treppe nehmen können, die ich noch gebaut habe. So, im Endeffekt, was ich noch gemacht habe. Wir haben hier einmal eine Importkiste quasi mit einer Sorting Machine dran, die Sachen hier runter in den Liquid Transposer bringt. Der ist mit Wasser mit dem Aquarius Accumulator angeschlossen. Sprich, damit kann ich mir Eimer und Zellen mit Wasser füllen und das Ganze geht dann quasi hier nebenan bei der Kiste oben wieder raus. Ups. Weil ich halt für den Grinder zum Beispiel brauche ich Wasserzellen, um coolend Sachen zu machen, brauche ich Wasserzellen und so weiter. So, dann seht ihr hier schön, das ist oben die Importkiste, kommt alles runter, das ist alles Cobblestone. Cobblestone oben, die Barrel ist voll, wird also weitergeleitet in den Overflow, geht hier in die Kiste und wird in den Recycler reingepumpt, der mit Upgrades zugeballert ist und entsprechend auch die Sachen schnell genug verarbeiten kann und dann das bisschen Scrap, was dann dabei rauskommt, wandert wieder nach oben. Ja, das ist quasi das gleiche Prinzip, wie wir es letzte Folge gemacht haben, halt einfach vervielfacht und ja, alles geht nach oben und nach oben, nach oben und hier geht es dann einmal nach unten, weil hier habe ich, da habe ich Raincraft Sachen. Raincraft sage ich schon, Soundcraft Sachen reingepackt. Und damit wollte ich heute eigentlich auch anfangen. Deswegen habe ich auch hier die lustigen Sachen im Inventar. So, ihr seht, ich habe hier die Etage für Soundcraft vorbereitet mit Silverwood Blättern und quasi dann hier auch ein Teil vom Sortiersystem mit angeschlossen. Alles was irgendwie zu Soundcraft gehört, wandert dann hier unten rein, teilweise auch einfach in die Kiste. Ja, ich würde sagen, gucken erstmal, wir machen uns mal Crafting Table, auch wenn ich jetzt hier ein Pocket Crafting Table habe. So, und gucken, wenn das noch so funktioniert, wie ich dachte, wie es funktioniert. Nein, tut es nicht. Okay. Dann habe ich jetzt die Nuggets umsonst gemacht, lass mich raten, ich kann sie. Doch, es geht noch, okay. Dann wird es wahrscheinlich so sein, dass ich einfach gucken, wovon haben wir am meisten? Feuer, ja, Feuer. Okay, versuchen wir es so. Alte Soundcraft-Version. Auch nicht. So rum. Auch nicht. Das geht ja gut los, ne? Wie kriege ich dieses blöde Summonomicon hin? War das nicht. War das nicht, oh, warte, ich erinnere mich ganz dunkel, da war was mit Wasser. War da nicht irgendwas mit Wasser, mit irgendwelchen geheiligten Wasser, wo man das Buch an einem Rahmen drüber machen musste und, oh, das gab doch, aber das habe ich nirgends von der Wüste gefunden, das kann eigentlich nicht sein. Das war wahrscheinlich auch Soundcraft 1 oder 2 oder so, wo man das machen musste. Ich will ins Summonomicon. Wo ist Research Notes, Scribbling Tools? Ja, die brauchen wir sowieso. Oh, Glas hätte ich mal mitnehmen sollen. Ich habe gedacht, ich muss irgendwie ein Bucket Quill machen. War irgendwie falsch gedacht. Ja, Summonomicon hat kein Rezept. Wand, die haben auch kein Rezept. Ja. Falsches Rezept. Oder war das Gold? Ach verdammt, ich bin verwirrt. Alte Soundcraft-Version und schon kein Plan mehr von irgendwas. Alles vergessen. Okay. Versuchen wir das Ganze mal mit Gold.
Auch nicht. What? Screwdriver? Nein, brauche ich jetzt nicht. Ja, Kinders, ich würde sagen, ich lese mich mal kurz schlau, weil ich habe gar keinen Plan. Ja, bis gleich. So, wir sind wieder da. Ja, knapp daneben ist auch vorbei. Es war nämlich ein Goldnugget unten und eine Feierschale oben. Tada! Muss man erstmal drauf kommen, ne? So. Der Rest dürfte eigentlich aber noch klar sein. Bücherregal. Hinstellen. Zauberstab. Jetzt klicken. Haha! Zaumkraft 3. Hallöchen. So, Tables. Genau, Table können wir schon machen. Dann können wir aus diesen Arcane Worktable machen und den Research Table. Die werden wir beide brauchen. Wie kommt man hier nochmal zurück? Ah, mit A, okay. Oh Gott, keine 15 Reiter hier nebendran. Alles nur eins. Aber dafür eine riesen Map. Ach Gott, ja, da werden Erinnerungen wach. Okay, hier unten ist Golem-Zeug. Da wollte ich nicht hin, glaube ich zumindest. Hier ist Bienenzeug, wird auch nochmal nützlich. Das sieht aus wie Fertilizer Appetite. Da nochmal Bienen. Gedöns, Gedöns, Gedöns. Kenne ich nicht, kenne ich nicht, kenne ich nicht. Also, kenne ich schon, aber der Charakter kennt es noch nicht. Okay. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir mal an mit den Tischen. Und zwar. Und das ist so. Und so, genau. Das waren die Tische. Ich brauche 3. Zurück. Komm, was soll es? Machen wir gerade 4. Wer soll sich dran stören? So, dann gehen wir wieder runter. Mein Gott, ey. Dass ich das Rezept vergessen konnte, ne? So lange her. Noch eins runter. So. Machen wir das mal ein bisschen schön. Du dahin. Du dahin. So, den haben wir schon mal. Und wir brauchen dann Scribing Tools. Glas. Feder und wo zur Hölle sind meine Inksacks? Wo habe ich jetzt meine Inksacks hingeschmissen? Oh. Hier rein? Nee. Ich hoffe, ich habe die jetzt nirgendwo gedroppt, weil die Dinger sind selten. Nix, da ist nix, da ist nix. Blade? Wo sind meine Inksacks? Wo sind meine Inksacks? Da sind sie. Hab's anscheinend in die Kiste geschmissen. Don Verbeilo. Gestatten. So. Da, 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 da und. Da, Scribing Tools. So, ich meine. Ha! Research Table. So, da muss jetzt Papier rein irgendwo. Ne, da nicht. Da. Genau. Und dann können wir hier Sachen machen. So, wir müssen uns ja noch so ein Guckerchen machen. Ne? Ah, ne, warte mal, wir brauchen. Scribing Tools auch nochmal im Inventar, um selbst Rezepte auch herzustellen. So. Nee. Da kann ich noch nichts machen. Muss die Sprache erstmal verstehen hier. Research Table, Knowledge is Power. Dup, 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 dup. To research something, you need simply to place some paper on the bottom and middle slot.
Ja, also, okay. Willst du da diese Aspects of Source Objects? Ach, gab es hier keinen. Gab es hier die Gläser nicht mehr? Oder noch nicht, besser gesagt. Doch, Thermometer gab es hier noch. Moment. Okay, gucken wir mal. Eisen. Okay. Okay. Research Notes unten. Ehrlich, ich habe echt alles vergessen, ne? Hammer. Also es ist okay. Papier. Andauern. Ja, das ist jetzt blöd. Flux. Infused Ore. Glassjule, Crucible, Tables. Ist auch schön, dass es im Buch drin steht, wie man das Buch macht. Scribing Tools habe ich gemacht. Kein Worktable habe ich auch gemacht. Enchantments brauche ich nicht. Research Table habe ich gemacht. Ah, Gott, oh Gott, oh Gott. Multiple Items, okay. Ach ja, dieses Solve-Through Mode. Bin ich mal nicht schlauer. Ist das Ding hier irgendwo abgebildet? Ja, hier, ne? Das war da das Thermometer. War das das Thermometer? Ne, sieht ein bisschen anders aus. Magic Mirror. Alter. Ja, herzlich willkommen zu Thoughtless versagt bei. Ah ne, warte, das hat Hose schon gemacht. Andere Theorie. Das wird langsam ein bisschen doof. Vielleicht soll die erstmal Kabel reinschmeißen oder so. Irgendwas ganz Billiges, Simples. Warum hat dieses blöde Thermometer kein Rezept? Warum steht das hier nicht drin? Davon habe ich auch noch ein paar. Oh, Flux. Cinderpearls, Shimmer Leaf, Zero Trees, Scarecrow Trees. Ich habe so das dumpfe Gefühl, dass ich das doch erstmal offscreen mir ein bisschen durchlesen muss. Ich hätte irgendwie gedacht, dass ich das noch ja, besser kann im Vergleich zu früher. Ja, Entschuldigung. Okay, ein bisschen Dreck, ein bisschen Stein. So die Standardsachen, was man als erstes findet. Mal gucken, was das gibt. Hallo. Also kein Papier. Unknown Theorie. Ich glaube, ich brauche mehr Kisten. Okay. Super. Das klappt ja. Das klappt ja übelst super gut. Das ist irgendwie alles das Gleiche. Mal ein paar Kisten machen hier. So, eins. Ernsthaft. Zwei.
Es kommt langsam so alles wieder nach oben. Den ganzen blöden Research Notes. Aber nichtsdestotrotz musste ich den Kram auch irgendwie einscannen, soweit ich weiß. Kinders, ich würde sagen, wir machen Schluss für heute. Ich gucke mir das Ganze mal ein bisschen an. Lesen wir mal dieses ganze blöde Buch durch und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Ciao, ciao. So, mal sehen. Das hier hin und das. Gott, was ein Klickfest, ey. Ist doch scheiße. Wie sind wir denn. Oh, Mann, was ist das für eine scheiß nervige Version? Hä? Hä? Oh, ihr seid noch da. Ja. Kurzes kleines Update am Ende der Folge. Ich werde euch SoundCloud nicht in der Form zeigen, dass ich euch hier sämtliche Research-Geschichten durchmachen werde, weil es ist einfach nur scheiße nervig und es ist ein Klickfest. Ich habe rausgefunden, wie es geht. Lasst mich das mal kurz zeigen. Im Endeffekt, man platziert irgendwas. Ihr seht hier schon, ich habe jede Menge Zeug. Man platziert irgendwas in den Table, hat Papier hier drin, klickt so lange, okay, wir haben irgendwas rausgekriegt, irgendeine Research Note, die wir nicht kennen. Wir klicken hier so lange auf bis das Ding hier auf 100% ist. Das geht mit Through So etwas schneller, dadurch werden die Items eher verbraten. So, und da haben wir jetzt zum Beispiel die Thaumaturg's Robes. Jetzt kann ich im Wiki nachgucken, was noch an Aspekten fehlt und kann die dann dadurch jagen, bis ich hier alle Mats verbraten habe, die ich jemals besessen habe. Hab dann hier das fertige Research, kann das dann rechtsklicken und habe das dann im Endeffekt im Buch drin. Moment, nein, Screenshot wollte ich jetzt nicht machen. Da wollte ich hin. So, ihr seht, ich habe hier ein, zwei, drei Sachen noch nicht wirklich viel gemacht. Es ist einfach nur Ätzend. Ätzend. Ja, also ich werde es offscreen durchackern und werde euch dann danach ein bisschen was zeigen vom Soundcraft, wie das alles funktioniert, die Mechaniken und so weiter. Aber das Research erspare ich euch. Und damit meine ich wirklich, erspare ich euch. Weil das Einzige, was ihr die ganze Zeit hören würdet, wäre klick, 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 klick. Ja, deswegen, ja, seht es mir nach, will ich euch damit nicht quälen möchte. Alles klar. Okay, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich sage vielen Dank und bis dann. Ciao, ciao.